Und damit beginnt das letzte Rennen des heutigen Tages. Leichter Vorteil für das NRW-Team. Ja, ihr könnt den Anzug. Da muss jetzt sowas in der Halle stehen. Oder auch eine gute Alternative wäre, nur zu voll zu zwingen, das kann ich gar nicht. Jetzt wird der Vorsprung etwas deutlicher. Noch 4 Runden. Wir hoffen noch für das NRW-Team. Wir sind schnell gefahren, aber ich bin jetzt haben wir 3 Runden, also sind vorne das NRW-Team. Das war ja schon ziemlich eindeutig vorne. Deutlich die Erfüllung. Sachsen-Anhalt hat kurz abreißen lassen, musste warten. Jetzt sind sie wieder zusammen. Und da kommt der Sieger, deutscher Meister Team Nordrhein-Westfalen und deutscher Vizemeister, das Team aus Sachsen-Anhalt. So, wir machen jetzt so schnell wie es geht weiter mit der Siegerehrung. Ich möchte darauf hinweisen, dass morgen früh die Veranstaltung um 10 Uhr beginnt auf dem Straßenkurs. Das heißt,